Dann von der Farbe aus her, das kann man mal so ein bisschen gegens Licht halten, sieht man halt so eine fein goldene Farbe. Das ist auch sehr typisch für ein bayerisch Helles oder man nennt es Helles als Bierstil. Ganz typisch. Da werden halt helle Malzsorten verwendet. In der Regel ist das Bier relativ mild gehopft, sodass halt eine malzige Süße, die manchmal an Honig etc. erinnern kann, im Vordergrund steht, mit einer leichten bitteren begleitet. Noch wichtiger ist halt für das volle Aromen- und Geschmackserlebnis, dass wenn wir das Bier runtergeschluckt haben, dass wir aus der Nase ausatmen. Warum tun wir das? Hier hinten, also im Kopf hinter der Nase, ist ein Bereich, da sind Millionen kleine feine Härchen, die kann man im mikroskopischen Bereich sehr gut erkennen. Und wenn dann halt das Aroma mit dem Atem genau darüber fliegt quasi, erkennen die Härchen und zerlegen die Härchen die einzelnen Aromastoffe für das Gehirn und das Gehirn sagt uns, schmeckt nach Honig, da war Hopfen drin, was auch immer. Ja? Genauso funktioniert es auch mit dem Essen. Wenn ihr einfach nur einen Schluck nehmt und nicht ausatmen würdet, hättet ihr laut Theorie nur 20% mit der Zunge von dem möglichen Geschmacksprofil entdeckt. Atmet ihr aus der Nase aus, bekommt ihr die restlichen 80% geschenkt. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Schnupfen habt, erkältet seid, die Nase ist zu, verstopft, schmeckt alles ein bisschen fad, ein bisschen langweilig, etwas uninteressanter.